Zahlreiche Gäste waren am 24. September der Einladung von Martin Neuhaus und Thomas Jesekowski gefolgt, die als neue Pächter des Säulengebäudes ihr Konzept vorstellten. Sie setzen dabei auf eine ausgewogene Mischung von Gastronomie und Einzelhandel. Während die beiden Pächter selbst ein Bistro eröffnen möchten, wird auch Ilka Eis mit einem Angebot präsent sein. Die Resonanz ist Wahnsinn. Also wenn wir mehr Platz hätten, könnten wir mehr vermieten. Es ist nur leider dicht. Wir haben das wirklich so das ausgesucht, wo wir einfach denken, das harmoniert miteinander. Und ich denke, die Mischung stimmt. Die Mischung, ja. Also das ist so für uns ganz wichtig. Als Einzelhändler werden Taschenproduzent Red Reban, das Kreativkaufhaus sowie Olivero Feinkost vertreten sein. Bernd Nottebaum, erster stellvertretender Bürgermeister, steht hinter dem Konzept. Der Marktplatz ist ja das Herzstück einer Stadt. Und durch dieses neue Konzept haben wir mehrere Betreiber hier. Da ist die Last, die Aufgabe auf mehrere Schultern verteilt. Und ich glaube, dieses Angebot von mehreren Produkten, das wird die Schweriner wieder ins Säulengebäude locken, an das Säulengebäude locken. Und dadurch, glaube ich, haben wir das, was wir alle wollen, einen lebendigen Marktplatz. Auch das Obergeschoss soll wieder mit Leben erfüllt werden. Hier soll ein großer Raum für Feiern und Kulturveranstaltungen stehen. Bis zu 100 Personen könnten dort Platz finden. Laut Jesekowski und Neuhaus ist geplant, die obere Etage zuallererst fertigzustellen. Als offizieller Eröffnungstermin für das gesamte Gebäude wird Ostern 2021 anvisiert.